Und wir irren weiter in Breath of Fire 3 durch das Anwesen des McNeil. Und, was macht die Wand da? Naja, egal. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem kleinen Schlafplatz, weil ich keine AP mehr habe. Und das erscheint mir irgendwie sinnlos. Da hätte man die Wand auch wegmachen können. Also das erschien mir jetzt ein bisschen sinnlos. Was haben wir hier? Nichts. 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 Nee, oder? Doch, wir haben Healing Herb gefunden. Und ich überlege gerade, können wir nicht diese zugenagelten Türen öffnen? Wäre natürlich jetzt scheiße, wenn man das doch jetzt machen kann, weil dann bin ich an ganz vielen vorbeigelaufen. Wäre aber ein bisschen scheiße, wenn das wirklich so ist. Hört auf, Teppo anzugreifen, der hat die wenigsten HP hier. Und Schnitt. Kaputt. Okay, ein bisschen Schaden hier. Aber das macht nichts. Den schlagen wir schon kaputt. Aua. So, und jetzt machen wir den noch kaputt. Und haja. Tot. Du hast den Kampf gewonnen. Oh, und hat es ein bisschen geleckt. Kann vorkommen. So, ist zugenagelt. Nein. Und Teppo kann es auch nicht öffnen. Nein, das sind einfach nur dumme Türen. Was ist mit dem Koch hier? Würdet ihr das mal anschauen hier? Also, selbst die Türen zur Küche sind alle verriegelt. Ich weiß nicht, ob er Angst hat vor den Dieben oder irgendwas, aber das ist doch nicht normal, ey. Das sag ich euch. Ja, normal ist das bestimmt nicht. Riecht verbrannt. Riecht verbrannt. Ja. Mega Ofen hier. So, wohin geht's hier? Hm? Und da ist noch so ein Geist. Och, du Scheiße. Langsam kriege ich aber echt die Krätze. Haltet hier! Ihr werdet hier nicht lebend diesen Platz verlassen. Ich, der Achte. Ja, wir wissen's. Du bist McNeil, richtig? Komm, lass uns endlich mal hier diese Sache hinter uns bringen. Okay, der nächste Kampf gegen einen Geist. Doxen heißt er. Ach, den werden wir schnell töten. Weil der hat ja auch nichts drauf irgendwie. 14 Schaden. Gegenschlag. 10 Schaden. Gegenschlag. Ach, das scheint mir irgend so ein Typ zu sein, der ganz gut Gegenschläge austeilen kann, wa? Ja, das macht ihn gefährlich, okay. Ich hab's direkt analysiert. Das ist ein Tupi, der gute Gegenschläge machen kann. Oder ich habe einfach nur gerade sehr viel Pech gehabt. Okay. Gegenschlag. Damage. Okay, Teppo braucht definitiv Heilung. Benutzt ein Item, aber nicht, was so viel Zeug verwendet. Healing Herb reicht vollkommen. Auf Teppo. Healing Herb. Okay, und schon bist du ganz fit hier. Gegenschlag. Ja, hau ruhig auf Teppo. Oh, er macht Gegenschlag. Critical Damage. Sehr gut. So kann's weitergehen. Und er wurde besiegt. Puff. Du hast einen starken Gegner besiegt. Naja, stark. Und wieder ein kleines Feuer. Und tschüss. Man könnte vielleicht denken, dass ich ihm wenigstens unsere Namen hätte nennen sollen. Joa. Naja, mach dir darum keine Sorgen. Los, Benny. Okay. Und was passiert in der Zwischenzeit?
Du wurdest auch besiegt, oder? Großvater. Die haben mich gekriegt, bevor ich überhaupt meinen Namen sagen konnte. Wir müssen irgendetwas tun, ansonsten... Scheiße. Unsere einzige Hoffnung ist der lebende McNeil, der 13. Aber ich glaube nicht, dass er der Sache gewachsen ist. Aha. Gucken wir kurz hier rein. Hier war doch der Typ, genau. Kannst du uns bitte heilen? Früher waren sehr viele, Untertanen hier. Beziehungsweise Servierer, aber seit der Bürgermeister hier so billig ist, verlassen alle diesen Ort. Alter, können wir hier nicht ausruhen oder speichern? Guckt hier das mal an. Warum können wir das nicht? 600 Zenny. Ja, interessiert mich einen Scheiß, wenn ich mich nicht healen kann. Ohne Scheiß, bald müssen wir doch irgendwie healen können. Das ist Quatsch, was hier gerade abläuft. Das ist verdammt nochmal Quatsch. Och, und ausgerechnet Roaches. Nein. Das ist nicht gut. Wenn ich nicht bald hier einen Ausruh-Schlafplatz bekomme, dann tick ich aus. Was meint ihr denn? Ich meine, hier sind überall Betten und so. Warum kann ich nur an einem Ort, wo Betten sind, schlafen und nicht hier? Oder mache ich irgendetwas konkret falsch? Mist, war ja klar. Aua. Okay, los, Angriff. Mann, hör auf, irgendwas zu machen, du Scheißkakerlake. Du bist nur Ungeziefer. Du bist es gar nicht wert, auf dieser Welt zu sein. Verschwinde. So. Du hast den Kampf gewonnen. La 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 la. La la la. Okay. Na, dann verschwinden wir wieder nach unten. Einmal hier durch. Schön, schön, schön. Bücher. Wie man den Aufzug benutzt. Drücke, ja, den Knopf. Gute Anleitung. Perfekt. Perfekt gemacht. Perfekte Anleitung. Nichts. Nichts. Und jemand erwartet uns am Aufzug. Ein paar Wachen. Also das hat ja schon irgendwie was von Resident Evil. Dieses Anwesen. Geister und Kakerlaken, überdimensionale. Und diese Wachen sehen wir jetzt einfach mal an Zombies. Also das ist ja irgendwie ganz merkwürdig hier. Obwohl, wir müssen bedenken, dieses Spiel ist von Capcom. Und Capcom hat auch Resident Evil gemacht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass hier irgendwas durchgekommen ist dann. Sag mal, könnt ihr aufhören, Benny anzugreifen? Das geht mir schon ein bisschen um den Sack. Toll. Danke, dass ihr Benny die ganze Zeit angreift. Jetzt kann er auch ein Healing Herb vertragen. Arschloch. Healing Herb. Oh ja, maximal HP. So, und jetzt machen wir den noch fertig. Geht doch. Du hast einen starken Gegner besiegt. So, jetzt gucken wir nochmal, ob hier irgendwelche Items sind. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Dahinter könnte sich natürlich was versteckt haben. Und ich möchte sicher gehen. Nee, da ist nichts. Okay, wir sollen den Knopf drücken. Möchtest du den Aufzug benutzen? Klaro. Benutzen wir doch gerne hier. Aufzug fahren ist schön. So, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Wieder vernagelte Türen. Nichts in diesen Schränken. Auch gut. Dann gehen wir mal nach oben. Bitte!
Geht doch, ein Speicherbuch. Und wir können hier auch schlafen, oder was? Was macht denn ein Bett hier? Möchtest du dich ausruhen? Na, logisch. Danke. Danke, schönes Spiel. Danke, dass ich mal ausruhen darf. Gute Sache, dass keine Geister aufgetaucht sind, während wir am Schlafen waren, hä? Ja, das war gut, ne? So. Möchtest du speichern? Na, logisch. Ich hab da voll Bock drauf zu speichern. Checking Memory Card. Checking File. Gut. Wie viele Stunden haben wir schon gezockt? 4 Stunden. Oh, nicht schlecht. Gut, ab nach oben. Ich möchte wissen, was da oben ist. Wir sind auf dem Dach. Wir haben es bis zum Dach geschafft. Ich frage mich, wo Rieg sich gerade befindet. Hey, schau mal, auf den anderen Dach. Oder auf das andere Dach, so ist das. Ja, Was ist denn da? Da kommt Rauch aus diesem, Schornstein. Das muss der Ort sein, wo McNeil sich befindet. Könnte logisch sein, ja? Wie sollen wir das anstellen, darüber zu kommen? Die Türen sind alle verschlossen. Lass uns ein bisschen umsehen. Da muss es einen Weg geben. Hoppa. Und ich glaube, ich habe eine ganz crazy Idee, wie man es machen könnte. Oh, zuerst einmal kämpfen gegen Fledermäuse. Die können doch überhaupt nichts. Die verteidigen sich ja schon, weil die totalen Schiss haben. Bam. Und bam. Alle tot. Du hast einen großen Sieg vollbracht. Und bald sind wir Level 10. Oh yeah. Ja, ich habe eine ganz crazy Idee, Leute. Aber bevor wir das machen... Achso, ich kann da überhaupt nicht runterspringen. Ich dachte, jetzt schlitter ich hier mal ein bisschen. Aber egal. Ich gehe mal hier diesen Weg entlang. Vielleicht lässt sich ja was finden. Und ein paar Volts. Auch wie süß hier. Den ersten haben wir kaputt. Charge. Och, ein HP hast du mir abgezogen. Du bist ja voll gefährlich, mein Freund. Ah ja, jetzt fühle ich mich irgendwie so wie ein Assassin aus Assassin's Creed. So auf den Dächern laufen wir hier. Und wir haben einen Taser bekommen. Cool. Ja, irgendwo soll es einen Weg geben. Wir wandern einfach ein bisschen durch die Nacht. Haben ja nichts Besseres zu tun. Das Dach ist zum Glück stabil. Wenn wir runterfallen würden, das wäre ja natürlich was ganz Schlimmes. Dann würde ich das Spiel aber auch direkt ausmachen, wenn man mich hier wegkickt. Runterfallen und nochmal den Weg nach oben suchen, das wäre aber ganz mies, du. So, bald sind wir Level 10. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, dieser Level. Aber das wird doch schon passen. Was ist das? Ein Grappling Hook. So Seilen mit Greifarm. Du solltest damit in der Lage sein, zum anderen Dach zu kommen. Okay, warum liegt sowas denn hier rum eigentlich? Ist jemand anderes uns zuvor gekommen? Benny? Du weißt, dass wir nicht rüberkommen. Dass wir beide alleine. Was macht denn so ein Grappling-Hook überhaupt hier? Keine Ahnung, Dude. Teppo, Benny! Hä? Rie! Na, was machst du denn hier? Sieht so aus, als sei alles nach Plan verlaufen. Wie war es da drin? Irgendwelche Probleme bekommen? Ja, wir haben vor die Ghostbusters gespielt. Naja.
Ich wäre ja reingekommen, um euch zu helfen, aber ich muss ja erstmal was finden. Es war ziemlich furchteinflößend. Da waren jede Menge Geister und sowas. Aber es verlief alles ganz okay. Für unseren Plan, denke ich mal. Das ist eine gute Sache. Naja, jetzt müssen wir auf jeden Fall darüber. Aber bevor wir das tun, muss ich euch bitten, mir beim Suchen zu helfen. Du meinst das hier? Hier, guck mal. Hey, das ist mein Seil. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wäre jetzt irgendwie ziemlich lustig, sowas hier auf dem Dach liegen zu lassen. Na dann, zeig mal, was du drauf hast. Keine Sorge. Mit das hier werden wir in no time hier rüberkommen. Na dann. Oh mein Gott! Rie? Das war aber knapp. Ich werde einfach so tun, als hätte ich das mit Absicht getan. Ja, das wird's tun. Du bist aber komisch drauf, Rie, irgendwie. Na dann. Einfach so rüberlatschen. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. So. Das war aber ziemlich knapp, Rie. Und ich dachte schon, ab hier würdest du uns die harte Arbeit zurücklassen. Gegen Geister kämpfen, ganz alleine und so. Während du einfach hier auf diesem Dach rumgechillt hast. Hä? Da, du ganz alleine. Du Mongo. Hey. Wenn es richtig tough wird hier, also richtig hart, dann bin ich doch da, oder? Hä? Und dann? Einfach so über die Dächer zu springen? Sei vorsichtig, dass du dich nicht selbst hier verletzt bei der harten Arbeit, okay? Okay. Tut mir ja leid, Teppo. Ich wusste ja nicht, dass ihr ganz alleine gegen Geister kämpfen müsstet und so. Hier, ich hab's gesagt, okay? Es tut mir leid. Bist du jetzt irgendwie besser drauf oder so? Ja, das solltest du tun. Gut. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Bis dahin.